Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil von Let's Play American Truck Simulator. Wir sind hier gerade mitten in der Nacht unterwegs in Arizona auf dem Weg von Yuma nach Page. Wir haben jetzt schon ca. die Hälfte von unserer Fahrtstrecke, die wir da von Yuma nach Page haben, haben wir jetzt schon ca. zurückgelegt, nämlich 12 bis 13 Stunden an Fahrzeit haben wir da insgesamt. Jetzt haben wir noch ca. 6 Stunden Fahrzeit vor uns, bis wir dann in Page ankommen werden. Da wird es auch schon hell sein, weil wir werden dann ca. gegen 9 Uhr laut aktueller Planung in Page ankommen. Da wird es ja auf jeden Fall dann schon hell sein. Und da werden wir heute in den Norden von Arizona fahren, Richtung Grand Canyon. Mal gucken, vielleicht sehen wir den Grand Canyon heute auch nochmal. Und da transportieren wir hier Haushaltswaren nach Page. Ich hoffe mal, dass ich den Namen von der Stadt, wo wir heute hinfahren, richtig ausspreche, aber irgendwie so. Oder Page. Ah, das könnte. Na genau, das stimmt, das könnte auch Page oder irgendwie sowas heißen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich habe bestimmt schon mehrere von diesen ganzen Städtennamen hier, wo wir hier schon waren, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber egal, ihr wisst ja dann ungefähr, was ich meine. So, aber. Stimmt, das könnte. Stimmt. Das könnte echt Page heißen. Wahrscheinlich heißt das wirklich Page. So, Tempomat mal an bei 75 Miles per Hour. Wir düsen ja hier richtig schnell mit unserem Truck durch die Nacht. Aber die Geschwindigkeit hat er eigentlich ganz gut erreicht. Dafür, dass wir jetzt hier wahrscheinlich noch die geringste Motorisierung bei dem Truck haben mit 370 PS. Was aber eigentlich auch schon ganz ordentlich ist. Und gut, wir haben jetzt auch nicht so schwere Ladung hinten dran. 15.000 lb. Ist ja noch vergleichbare gering. Es gibt ja auch noch deutlich schwerere Ladungen mit 40.000 lb und so weiter. Haben wir auch schon gefahren. So. Aber lässt sich sehr entspannt jetzt hier gerade durch die Nacht fahren. Sehr ruhig. Die Autobahn ist eigentlich so gut wie leer gerade. Gut, aber es ist eh so gerade so die Zeit jetzt so. Nach 0 Uhr bis irgendwann, was weiß ich, so 4 Uhr, 5 Uhr morgens sind die Autobahnen eh wahrscheinlich immer recht leer, auch in wahrscheinlich in vielen Ländern. Ich denke mal, es wird jetzt kein Land geben, wo jetzt oder fast kein Land geben, wo auch um diese Uhrzeit die Autobahnen richtig voll sind. Sonst jetzt so am Wochenende und so. Das sind hauptsächlich wahrscheinlich eher LKWs dann auf der Autobahn unterwegs. So, wir müssen hier runter Richtung Holbrook, Route 40. So, nicht ganz so schnell, wobei wir fahren ja fast Höchstgeschwindigkeit. So, aber jetzt haben wir jetzt auch eine Strecke, die müsste jetzt neu sein für uns, ne? Aber wobei, gut, wir fahren hier in diesen Abzweig, hätten auch geradeaus hier an Flagstaff vorbeifahren können, fahren halt jetzt hier diesen Abzweig, geht beides, genau, und dann geht es jetzt hier über die Route 89 weiter. Vielleicht ist das dann auch alles, was so weiß ist, dann Highway und das, diese blauen hier, das alles, Interstate, also Autobahn. Das könnte auch sein. Da haben wir in den letzten Teilen öfters immer mal drüber gesprochen, wie jetzt genau die Bezeichnung ist. Oder halt, dass alles, was mit so Route, halt diese blauen Schilder hat, dass das alles so, dass das alles als, also mit diesen blauen Schildern, so wie jetzt das hier, Route 40, dass das alles als, ist eine gute Idee, war hier zu überholen. Wir müssen dann gleich wieder raus. Schnell vorbei am Kollegen, noch eine halbe Meile. Aber wir haben es noch geschafft. Zu überholen. War schon knapp jetzt hier für das kurze Stück. Genau, vielleicht ist ja so, dass wirklich alles, was so mit so diesem blauen Schild so ist, so wie jetzt Route 40, dass es alles ein Interstate ist, also eine Autobahn. Und mit den blauen Schildern vielleicht dann Highway, Bundesstraße oder Landstraße, aber keine Ahnung, Leute. Ist eigentlich jetzt auch egal. Genau, also irgendwie so muss es ja sein, dass es also. Ob das jetzt wirklich so mit den Schildern dann schon so erkennbar ist, keine Ahnung. Na egal. So, da sind wir in Flagstaff. 25 Miles per Hour ist hier wieder maximales Limit. Genau, Stadt kennen wir schon, waren wir ja schon mal. Und die Ampel. Ach komm, das hat noch gepasst. Wobei, genau, weil wir rechts abbiegen, dürfen wir auch bei Rot fahren. Deswegen haben wir jetzt auch keine Strafe zahlen müssen. Ja, der Kollege hat aber echt einen riesen Muldenkipper dran. Sattelkipper gerade dran. Genau, Muldenkipper dran gehabt, habt ihr gerade gesehen. Auf der anderen Fahrbahn, der uns entgegenkam. Was haben wir bis jetzt ja auch noch nie transportiert. So, wir verlassen Flagstaff wieder und dürfen jetzt hier 65 Miles per Hour fahren. Gerade im Tempomat einfach mal hochgeregelt. Und da beschleunigt der Truck schon automatisch. Echt cool, dass man hier beim Tempomat das auch so machen kann, dass man es halt selber so regeln kann. So, und jetzt sind es nur noch knapp 3 Stunden zu fahren. Das kriegen wir wahrscheinlich so in circa 5 Minuten hin oder so. Also da sollten wir jetzt recht flott ans Ziel kommen. Die Sonne geht so langsam auf. Kommt immer früher an als geplant. Guck mal, die Zeit geht immer weiter runter. Schon gleich, ist schon kurz vor 8 Uhr. Also
Also wir holen hier anscheinend einiges an Zeit raus im Vergleich zu was geplant war. Aber das könnte jetzt, das ist bestimmt jetzt kein Interstate. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Highway, oder? Das ist jetzt sowas wie eine Bundesstraße. Wird aber da vorne, glaube ich, dann einspurig. Können wir schon mal rüberwechseln. Ja. Aber keine Ahnung, wie man das jetzt... Auf jeden Fall, wenn ich jetzt in Deutschland als irgendwie so eine Straße bezeichnen würde, so ein, würde ich das jetzt als... Das würde ich jetzt als Landstraße bezeichnen, weil es einspurig ist. Wobei, das kann man... Ja, einspurige Bundesstraße, so... Ist eher sehr... Eher, wobei, das, nee, das kann eigentlich auch eine Bundesstraße sein. Es gibt ja auch so... Keine Ahnung. Egal, ich glaube, wir haben jetzt... Eigentlich habe ich es, glaube ich, lang genug, oft genug über das Ganze gesprochen. Genau, ich bezeichne es einfach irgendwie so, wie ich denke, wie es gerade irgendwie passt, aber... Ja. Entweder stimmt dann oder stimmt nicht. Ich hoffe einfach, dass es dann stimmt. Ja, das, so wie ich es dann bezeichne. So, hier mitten durch die Wüste geht es jetzt hier wieder durch. Tanken. Oh, tanken, wo ich gerade sehe, die Tankstelle. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich glaube, bis nach Yuma kommen wir noch, oder? Was haben wir denn noch so an Rest? Sprit für 182. Ja gut, wir kommen bis nach Yuma. Auf jeden Fall noch mit dem Sprit. Mal gerade gucken, wenn wir hier so rauszoomen, sehen wir eine Tankstelle? Ah, nicht nach Yuma, nach Page. Ja gut, in Page gibt es auch eine Tankstelle, also kein Problem. Heute sind wir gleich da noch eine Stunde Fahrzeit. Eigentlich wollte ich heute immer wieder einen Themenvorschlag ansprechen, aber ich glaube, das wird heute nichts. Bin dann wahrscheinlich eher im nächsten Teil. Gucken wir mal. Weil jetzt sind wir gleich am Ziel, da lohnt es sich jetzt nicht, dann noch einen Themenvorschlag hier anzusprechen. Gut, das würde ich jetzt schon eher, das würde ich jetzt wieder als Bundesstraße bezeichnen. Davor das ist so Landstraße, jetzt sind wir hier auf der Bundesstraße unterwegs. Also doch, ich dachte gerade, der fährt jetzt direkt auf unsere Spur. Und der ist noch so eine Art, so einen kleinen Beschleunigungsstreifen in der Art, hat er hier nochmal. Na, guck mal, die ist genau jetzt hier kurz mal breit geworden, wo diese Kreuzung war, und jetzt wird es wieder enger. Oh, was hat denn der Kollege da vorne? Rundumleuchte auf dem Anhänger, was transportiert denn der? Gucken wir mal, ob wir ihn einholen. Sieht aber gut danach aus. So, das müssen wir auch dann auf unseren Truck auf jeden Fall mal drauf machen, eine Rundumleuchte aufs Fahrerhaus, sobald es möglich ist. Hey, was transportiert, dass er eine Rundumleuchte auf dem Trailer hat? Auf jeden Fall hat er irgendwie sowas, irgendwelche Flüssigkeiten. Ich kann nicht erkennen, was. Ist das ätzend oder was hat er da? Vielleicht hält er gleich an. Was habe ich auch noch nie gesehen, dass auf so einem, also zumindest jetzt hier in Deutschland und so auf der Autobahn echt, auf so einem Trailer, wo so Flüssigkeit drin ist, dass da eine Rundumleuchte drauf ist. So, da wird es jetzt schon deutlich heller, die Sonne geht jetzt auf, gleich halb, kurz nach 6:30. Genau, wir sind jetzt hier im Grand Canyon Bereich wahrscheinlich so unterwegs, genau, im Norden von Arizona und erreichen jetzt auch Page. Nicht Page, sondern Page. Page, garantiert. Das muss Page sein. Das muss Page heißen. Bestimmt, das ist nicht Page. Wie auch immer ich Page komme, aber... Bestimmt, also in Amerika und so weiter, das müsste dann Page heißen. So, ah, guck mal, da halt. Halt mal kurz an. Stopp. Da steht es auch links... Ah, ne, nicht Glen. Ah, Glen Canyon. Ich dachte, da würde Grand Canyon stehen. Das ist auch eine Stadt, wo es da hingeht. Aber hier in der Gegend ist es auf jeden Fall alles so Grand Canyon. Ja, und für uns geht es rechts weiter nach Page. Ja, aber sowas ist auf... So in Europa, Deutschland und so auf der Autobahn habe ich noch nie gesehen. So ein LKW mit so einem Anhänger und das auf dem Anhänger, wo Flüssigkeiten drin sind, dass da eine Rundumleuchte drauf ist, wenn es so ein Tieflader sowas ist, das kennt man ja, dass da so Rundumleuchten drauf sind, aber so Trailer mit Flüssigkeiten kenne ich jetzt nicht. Keine Ahnung, vielleicht ist es in den USA ja so, dass, oder ist vielleicht sogar vorgeschrieben, dass das so sein muss in den USA, aber ich habe sowas bis jetzt hier in Deutschland noch nie gesehen. So, mal rum. Ich weiß gar nicht, zu wem wir heute fahren. Oh, eine Baustelle hier mal. Das erste Mal, dass wir eine Baustelle hier auf der Strecke haben. Mit Baustellenampel, sehr cool. Auch geil gemacht. Ich finde es auch echt cool mit diesen Personen, die hier noch so animiert sind auf den Geländen oder die Fußgänger, die rumlaufen. Oder hier ist halt der Arbeiter da auf der Baustelle oder hinten die daneben stehen. Ist auf jeden Fall echt cool gemacht. So, können wir mal gucken, ich glaube noch zu Walbert sieht's aus, ne? Sieht danach aus, als wir zu Walbert das Ganze liefern. Ja. So, mal gucken, was wir dann gleich als nächstes hier so einen Auftrag machen können. Wobei, wir können vielleicht auch erst tanken fahren, ist ja auch da recht um die Ecke und danach dann den nächsten Auftrag annehmen. Wir gucken einfach mal. So, Ampel ist green, green light, weiter geht's. Einmal hier an der Baustelle entlang. Und da vorne müssen wir mal gucken, wie jetzt genau es dann weitergeht. Da steht jetzt zum Beispiel auch die Polizei, das heißt, wenn man jetzt hier so schnell fahren würde, ja, würde die einen jetzt auch erstmal hier einen Strafzettel geben, so. Anhalten. Sieht aber frei aus, ne? Genau, können wir weiterfahren, aber ist eh grün geworden gerade. Niedriger Tankfüllstand. Sie sollten eine Tankstelle aufsuchen. Ja, das hatten wir auch schon geplant. Machen wir jetzt auch gleich. So, und da sind wir schon am Ziel angekommen, jetzt hier in zwei Teilen. Ich dachte eigentlich, wir würden ein bisschen länger brauchen, aber kommen echt gut hier
schnell voran. Also wir haben jetzt für die 12, 13 Stunden Fahrtstrecke, haben wir jetzt hier, haben das Ganze in zwei Teilen geschafft. Auf jeden Fall richtig cool. So, das Ganze muss nach da hinten, also dann einmal dahin. Aber ich glaube, auf so einem Gelände von Walbert haben wir noch nie was abgeliefert, ne? Ich glaube, wir haben schon mal so einen Trailer, schon mal bei so einem schnellen Auftrag hier bei Walbert schon was geholt. Aber dass wir mal hier was hergebracht haben, so, ich glaube nicht. So, machen wir die lenkradbasierte Kamerasteuerung wieder aus. Fahren wir so, dann können wir nämlich schön hier so zurückgucken, Rückwärtsgang rein. Genau, richtig eingelenkt, ja. Einschlagen. So, das sollte eigentlich jetzt ganz gut machbar sein. Ist jetzt ja nicht so kompliziert hier. So schön viel Platz. Ah, ein bisschen zu früh eingeschlagen, oder? Das wird nicht mehr als passend akzeptiert. Ein bisschen zu früh eingeschlagen, aber gut. Nur mal kurz vorziehen, dann nochmal ein Stück zurück und dann passt das. So, und wieder rückwärts von rein. Und schön hier in die Parklücke, Position 1, stehen wir hier. Da sind wir, wunderbar. Guck mal, das sieht ja richtig geil aus. Jetzt richtig gut hier reingefahren, sodass man dann wunderbar hinten über diese Ladedings dann da abladen kann. So, einmal absatteln. Fast 100 Galleonen haben wir hier an Kraftstoff verbraucht. Gut 20 Stunden hier im Spiel sind halt vergangen, die wir hier gefahren sind. Liegt halt auch an der einen Pause, die wir gemacht haben. Und ach, fast Level 6 erreicht. Bisschen fehlt uns noch. So, und wieder 11.000 Euro haben wir dadurch eingenommen. Unser Kontostand steigt jetzt echt ziemlich schnell an. Also wenn ihr mal vergleicht mit dem, wie viele Fahrten wir gefahren sind, über schnellen Auftrag, bis wir so viel Geld hatten auf unserem Konto. Weil so viel Geld, wie wir jetzt auf unserem Konto haben, da sind wir locker so 5 schnelle Aufträge bestimmt gefahren. Das waren jetzt 2 Aufträge, die wir gefahren sind. Also da merkt man einfach einen deutlichen Unterschied. Wenn man seinen eigenen Truck hat, kommt man halt viel schneller dann an Geld durch die Aufträge, weil man halt im Vergleich zu den schnellen Aufträgen wenn man halt Aufträge über den Frachtmarkt macht, halt nochmal deutlich mehr Geld für die Aufträge bekommt halt als bei den schnellen Aufträgen. Gut, liegt halt einfach auch daran, weil man halt seinen eigenen LKW mitbringt und halt dann seinen eigenen LKW hat und halt für die ganzen Kosten, die halt beim LKW so entstehen und so weiter halt dann aufkommen muss. Aber trotzdem bekommt man halt nochmal mehr Geld durch so, wenn man die Aufträge halt so über Frachtmarkt fährt, als über schnellen Auftrag. Also insgesamt lohnt es sich halt natürlich am Ende mehr, über einen eigenen LKW natürlich zu machen. So, lass uns mal gucken, was wir hier in Page als nächstes machen können. Genau, jetzt habe ich es auch richtig mal ausgesprochen, glaube ich. So, Nogels, da waren wir, glaube ich, schon mal, ne? Ah, es geht hier runter. Müssen wir mal gucken, ob entweder wir fahren irgendwo hier rüber oder vielleicht können wir nochmal Nevada oder so. Das ist vielleicht schon jetzt nochmal irgendwie zu einer anderen Stadt fahren. Aber allzu viel haben wir jetzt nicht hier. Mal gucken, was Grand Canyon Village. Vielleicht, das sieht ja auch ganz geil aus. Dann würden wir mal so ein Tieflader, so ein Fahrzeug transportieren. Das wäre nämlich jetzt hier dann mal hochwertige Fracht. Das haben wir ja vor kurzem, haben wir da so einen Erfahrungspunkt hingegeben, dass wir das machen können. Müssten wir halt hier rüber zur Grand Canyon Village. Das wäre halt eine kurze Strecke. Wobei es geht, aber halt so weit ist es auch nicht. Es wäre halt ein Stück, wo wir halt dann eine Leerfahrt machen, halt kein Geld verdienen. Aber dann können wir mal sowas transportieren. Das wäre eigentlich ganz geil. So ein Tieflader. Mit so einem Bagger hinten drauf. Ich meine, genug Aufträge gibt es, die dann noch da sein sollten. Wir einfach den nehmen, wo wir dann am meisten kriegen. Wäre dann der hier. Oh, wobei, das wäre ganz hier unten. Geht dann einmal hier entlang nach Hurrah. Oder wir nehmen dann das hier. Aber da bekommt man noch ein bisschen mehr für die, ein bisschen weniger für die gefahrene Meile, aber dafür kriegen wir nochmal hier eine neue Stadt in Nevada. Wobei das andere wäre jetzt hier. Ne, das kennen wir ja schon. Dann lass uns doch das hier machen. Läuft aber erst in 18 Stunden ab. Genau, stellen wir uns mal als Navi-Ziel ein. Mal gucken, wie lange wir fahren müssen. Was? 3 Stunden bis dahin? Na gut, da haben wir jetzt erstmal eine kleine Leerfahrt. Kurz mal ein bisschen Verlust, aber egal. Das machen wir jetzt mal, dass wir mal dann hier so einen Tieflader transportieren. Zum Tieflader fahren können. So. Guck mal, hier auf dem Betriebsgelände kann man schneller fahren. Da wird es nicht als zu schnell fahren angesehen. So, ich wollte gar nicht genau hier anhalten. Wir müssen jetzt aber erstmal zur Tanke. Die war ja, glaube ich, hier genau geradeaus. Wobei, da liegt auf der Strecke der eine. Ah, ne, ich glaube, wir tanken jetzt lieber da hinten. Sicher ist sicher, weil wir können mit der aktuellen Tankfüllung noch. Wobei, wir würden es bis zum Ziel schaffen. Liegt auf der Strecke eine Tanke? Da wäre eine. Ja, dann tanken wir doch da. Dürfen wir nicht vergessen. Weil laut dem Bordcomputer schaffen wir das bis zum Ziel. Wir brauchen nämlich 142 Meilen, die wir da fahren.
Und die Distance, die wir noch mit den 22 Galleonen an Kraftstoff, die wir noch im Tank haben, fahren können, sind über 170 Meilen. Also noch ein bisschen mehr. Oh fuck, gerade steht die Polizei hier. Wir fahren gerade ein bisschen zu schnell, aber es war noch akzeptiert, war noch alles okay. So. Ja Leute, dann würde ich sagen, beende ich an der Stelle auch wieder den Teil hier. Im nächsten Teil werden wir dann genau bis nach bis zur Grand Canyon Village fahren, beziehungsweise bis zu dem Betriebsgelände von Bitumen oder so heißen die ja. Dort dann den Tieflader mit der Maschine holen und dann geht's los. Wahrscheinlich dann die Tour nach Nevada werden wir nehmen. Gucken wir aber mal, vielleicht gibt es da noch einen neuen Auftrag, bis wir da sind. Das werden wir dann im nächsten Teil sehen. Dann fahren wir weiter hier Richtung Grand Canyon Village. Und dann hoffe ich, dass euch dieser Teil hier auch gefallen hat. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch sehr drüber freuen, wenn ihr es noch machen würdet, um keine weiteren Videos hier vom American Truck Simulator oder anderen Let's Plays von mir zu verpassen. Und dann geht's im nächsten Teil dann weiter. Also bis zum nächsten Teil oder einem anderen Video von mir. Macht's gut, Leute. Haut rein. Euer LineGamer1. Ciao.